herzlich willkommen zum Lautstock nach der 59-66 Niederlage gegen die Fraport Skyliners. Top 4, Euro-Challenge-Teilnehmer mit 6 verloren. Das sieht knapp aus. Wie fällt denn dein Fazit zum Spiel aus, Ingo? Ja gut, über die Qualität von Frankfurt brauchen wir jetzt hier nicht reden. Das ist eine Mannschaft, die es da ans Final vorgeschafft hat. Das passt schon, ist eine sehr gute Truppe. Das ist so ein Spiel, da bist du irgendwo dazwischen gefangen. Du fragst dich so am Ende, wenn ein Spiel 101 zu 100 ausgeht, war es dann geiler Offense oder schlechte Verteidigung? Und wenn ein Spiel wie heute 59-66 ausgeht, war es dann schlechte Offense oder war es gute Verteidigung? Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen dazwischen. Coach Herbert hat eben auch gesagt auf der Pressekonferenz, er fand, das war ein sehr intensives Spiel, aber auch mit vielen Fehlern. Die Frage ist, wodurch passieren die Fehler? Einfach durch Unkonzentriertheiten oder weil beide Mannschaften auch gut zugepackt haben? Und ich glaube, da war von allem ein bisschen was mit dabei. Ich glaube, die Verteidigung war in beiden Phasen bei beiden Mannschaften schon sehr gut. Wir haben versucht, uns gegenseitig unsere Hauptaktionen wegzunehmen. Aber wir haben auch auf beiden Seiten, glaube ich, nicht die perfekten Lösungen im Angriff gefunden. So, und das ist ein bisschen das, wenn man sich an die eigene Nase fasst, dann musst du einfach sagen, wir haben heute den Ball nicht gut genug bewegt im Offense. So, das war zu statisch. Wir haben eine Aktion gehabt und dann haben im Prinzip 4 Leute zugeschaut, was derjenige macht, aber wir sind nicht in die Lücken gegangen, wir haben das Feld nicht vernünftig gestretched und dadurch war das Ganze viel zu statisch. Das hätten wir viel besser machen müssen, das haben wir gegen Ludwigsburg besser gemacht, aber wir haben heute da ein bisschen zu sehr passiv reagiert. So, und dann sind es natürlich, wenn du am Ende mit 7 Punkten verlierst und überlegst, wie viele einfache Aktionen du ausgelassen hast, dann ärgerst du dich natürlich auch darüber, wie viele Korbleger nicht reingehen, wenn ich da penetriere und am Ende abschließe und das Ding hüpft ständig wieder raus. Vielleicht, weil ich am Ende nicht so die hundertprozentige Spannung hatte, das weiß man nicht, man kann in den Spieler nicht reingucken. So, aber das sind halt Kleinigkeiten, die dann noch so dazukommen. Dann verlierst du am Ende mit 7 Punkten. So, und Kompliment an die Mannschaft, die auch nach dem Rückstand, der einmal irgendwie am 13, 14, 15 Punkte oder sowas war, nicht aufgegeben hat. Auch an die Jüngeren, die da nochmal einen zusätzlichen Impuls gegeben haben, fand ich sehr gut. So, aber am Ende müssen wir einfach sagen, dass Frankfurt dann auch das Spiel solide zu Ende gespielt hat, die Freiwürfe reingemacht hat und im Endeffekt dann auch verdient gewonnen hat. Du sprachst gerade Nachwuchsspieler an, Ole Seewald, Sani Diabate, die einen guten Job gemacht haben. War aber natürlich auch dem geschuldet, dass mit Andrew Agafonov, mit Chad Timberlake und Jay Moore 3 Starter ausgefallen sind. Ist das irgendwann so, dass es die Mannschaft nicht mehr kompensieren kann, wenn Ludwigsburg als gut funktioniert? Jetzt hat vielleicht auch der Big Man im Korb gefehlt noch. Ja gut, erstmal kannst du nicht die, theoretisch gesagt, jetzt die ganze Saison kompensieren ohne deine komplette erste 5, so nach dem Motto. Und das sind 3 wichtige Spieler für uns, die natürlich alle eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, gerade André hat uns heute sehr gefehlt, weil das ein Spiel war, wo uns ein spielintelligenter, sehr gut passender Center noch zusätzlich gut zu Gesicht gestanden hätte. Das hätte ein bisschen Druck von Chris genommen. Und André ist halt jemand, der aus dem Notbrust heraus sehr gute Pässe spielen kann. Ich glaube, das wäre sehr wichtig gewesen, aber es war gesundheitlich halt einfach noch nicht möglich heute. Da hätte man ein zu großes Risiko eingehen müssen und deswegen war es halt die Line-Up, die auf dem Feld stand, die sich auch kämpferisch da bewiesen hat, aber halt cleverer hätten wir sein müssen in der Situation. Vielleicht eine kurze Info für die Zuschauer. Was haben die 3 genau? André ist bekannt mit seinem Knockout von John Bryant. Gut, André hat immer noch seine Nachwirkung von der Gehirnerschütterung. Er hat zwar jetzt keine Kopfschmerzen mehr, die da ununterbrochen einigen, aber er sieht so auf mittlere Distanz immer noch schlecht. Gerade so nach einer gewissen intensiven Phase wird es immer schlechter. Wir hoffen aber, dass das jetzt in den nächsten Tagen ganz verschwindet. Jonathan hat immer noch seine Probleme mit der Leiste und Chad hat in der Trainingswoche einen Schlag auf die Rippen bekommen und hat eine leichte Zerrung in den Bauchmuskeln, da an den Rippen, konnte deswegen heute nicht spielen und wir werden schauen, wann er wieder fit wird. Also durchaus ein Lazarett, das uns ein paar Punkte gekostet hat. Blick Richtung Wochenende, Blick Richtung Göttingen, das wird das Revival der Aufsteiger, der Playoffs-Finalisten in der Pro A. Was erwartest du von dem Spiel? Ist für mich jetzt kein anderes Spiel als die Spiele in Trier oder in Tübingen oder wo auch sonst beim MBC. Wir haben jetzt extra 2 aufgezählt, die wir gewonnen haben. Ich glaube,
Ich glaube, mit einer guten Leistung kannst du halt immer dicht dran sein. Ob es dann am Ende reicht, weiß man nie. Die anderen spielen halt auch gut Basketball und gerade Göttingen ist eine sehr heimstarke Mannschaft, die Bayern geschlagen hat zu Hause mit einer sehr intensiven Leistung. Aber die haben halt auch zwischendurch mal Spiele, wo es nicht so passt. Haben gerade mit 20 gegen Bremerhaven verloren, war vielleicht auch nicht so einkalkuliert. Also du weißt nie, was passiert. Du kannst nur auf dich selber gucken. Wir werden versuchen, so ein bisschen die Fehler, die wir gemacht haben, zu wenig Bewegung vor allem, das abzustellen, zu verbessern. Und dann schauen wir, dass wir eine bessere Leistung haben. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Spieler dann zusätzlich wieder fit. Das bleibt zu hoffen. Vielen Dank, Ingo. Wir sehen uns am 19. April wieder beim letzten Spiel hier in der Arena Hohenlohe für diese Saison, wenn große Baskets Bamberg zu Gast ist. Ich glaube, das wird nochmal ein richtige Leckerbissen mit den Bambergern hier und mit so einer Leistung wie gleich gegen Ludwigsburg könnten wir jetzt eine kleine Sensation zum Ende der Saison noch generieren. Vielen Dank dafür.